Nächster Redner ist Michael Hammer von der ÖVP. Nächste Wortmeldung, Abgeordneter Magister Michael Hammer. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren, mit der vorliegenden Novellierung und Adaptierung des Versammlungsrechts machen wir dieses vollzugsfähiger und wird vor allem dadurch, und das ist ja ein wesentliches Ziel, die Sicherheit und Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger erhöht. Es geht dabei vor allem um die Sicherheit der Teilnehmer an Versammlungen, aber zum anderen natürlich auch um Nicht-Teilnehmer. Es werden einige wesentliche Punkte umgesetzt und es ist klar, das hat die ÖVP immer gesagt und auch der Herr Bundesminister, dass wir darüber hinausgehende Vorstellungen haben, die man auch in weiterer Folge diskutieren würde. Es wurde die Enquete schon angesprochen und wir, Herr Kollege Rosenkranz, haben jetzt schon das Einvernehmen, dass man sagt, ja, wir wollen was lösen, wir werden jetzt mit diesen Änderungen Verbesserungen zusammenkriegen und es ist halt einmal so, dass man einen Konsens auch auf Regierungsebene zu finden hat und uns ist es immer lieber, wir setzen was um, wie Sie, die immer groß fordern, groß ankündigen, große Dinge wollen und entsprechend dann am Ende bei nichts zustimmen, weil Sie dann immer sagen, es ist zu wenig, es ist nicht ausreichend oder Ähnliches. Die wesentlichsten Änderungen dieser Novelle sind, die Anmeldefrist wird von 24 auf 28 Stunden verlängert. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Bereich, wenn es darum geht, geeignete Vorkehrungen für Versammlungen 48, ja, entsprechend um einen sicheren Verlauf zu treffen. Und um eines gleich vorwegzunehmen, das wurde immer auch wieder angesprochen, Spontanversammlungen sind auch in der neuen Regelung weiterhin auch entsprechend möglich, weil das auch entsprechend in der Stellungnahme gekommen ist. Es ist auch, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, ist die Teilnahme ausländischer Repräsentanten vorgesehen, dann erhöht sich die Anzeigefrist aufgrund der besonderen Vorbereitungsmaßnahmen auf eine Woche. Wichtig auch, die Festlegung eines Schutzbereiches für angezeigte Versammlungen. Auch damit soll ein ungestörtes Abhalten einer ordnungsgemäßen Versammlung gewährleistet werden. Und es geht einfach darum, die Versammlung und die Gegendemonstrationen auch entsprechend zu trennen. Hier sind die 150 Meter als Obergrenze normiert. Man kann das natürlich auch, wenn die Maßnahmen ausreichend sind, unterschreiten mit 50 Meter. Ein dritter wesentlicher Punkt, und das wurde auch vom Kollegen Rosenkranz angesprochen, das ist eben, dass ausländische Wahlkämpfe oder andere ausländische politische Konflikte nicht auf österreichischem Boden ausgetragen werden sollen. Und daher können mit dieser Regelung, die wir treffen, Versammlungen untersagt werden, wenn sie eben der politischen Tätigkeit Drittstaatsangehöriger dienen, außenpolitischen Interessen, anerkannten internationalen Rechtsgrundsätzen und Gepflogenheiten, völkerrechtlichen Verpflichtungen oder demokratischen Grundwerten der Republik Österreich zuwiderlaufen. Da ist das alles drinnen eine wesentliche Sache. Und Herr Kollege Rosenkranz, zu Ihrem Abänderungsantrag, Sie haben den ausgeführt, nur der hat eine ganz eklatante Schwäche und wir werden dem auch nicht näher treten, weil Sie sagen, wenn ein ausländischer Repräsentant teilnimmt und es muss angezeigt werden, dann kann das untersagt werden. Was ist aber, wenn das rechtswidrig nicht angezeigt werden kann, dann die Versammlung nicht untersagt werden? Also da haben Sie entsprechend eine Schwäche in diesem Dings drinnen. Mit diesen Maßnahmen garantieren wir, dass in Zukunft Demonstrationen ordentlich ablaufen können und es kann nicht hingenommen werden, dass Teilnehmer einer Demonstration auf andere losgehen oder ausländische Wahlkämpfe bei uns durchgeführt werden. Als ÖVP wollen wir weitergehende Regelungen, wurde auch angesprochen. Wir wollen eine Ausweitung der Anzeigepflicht auf 72 Stunden. Wir brauchen wesentliche Maßnahmen, um unverhältnismäßige Beeinträchtigungen Dritter, Geschäftsleute, öffentliche Einrichtungen sicherzustellen und spezielle Schutzzonen entsprechend vorzulegen. Und auch die Haftungen und die Pflichten des Versammlungsleiters gehören genauer umschrieben und das wird, die ÖVP wird sich dafür einsetzen. Der Bundesminister hat eine Enquete angekündigt. Mit dem heutigen Beschluss setzen wir erstmals wichtige Maßnahmen um. Dem wollen wir weitere folgen lassen und da können Sie dann zeigen, ob Sie auch dem zustimmen. Michael Hammer von der ÖVP sagt, mit den Maßnahmen werde garantiert, dass Demonstrationen ohne Zwischenfälle über die Bühne gehen können.